Hallo Aphobs, willkommen im Erdaltertum. Ich bin der Marco und heute geht es um Eisenbahn. Nein, um Dinosaurier. Ich habe zwei weitere Dinos von Forange mitgebracht. Beide rund 2000 Teile stark. Ordentlich groß, haben beide ein ordentliches Gewicht und beide haben sie wieder dieses Soundmodul, das so einen Idealstandard eher Raubsaurier Schrei dreimal abspielt, ist bei beiden gleich. Ihr habt es mal gehört, ist jetzt nicht unbedingt der Selling Point dieser Sets, für mich zumindest. Wir haben einen Triceratops und einen Dilophosaurus und wir klammern mit den beiden Sets so ein bisschen die Zeit der Dinosaurier ein, denn der hat gute 100 Millionen Jahre vor dem gelebt. Deswegen fangen wir auch mal mit dem Alter vor Schönheit, mit dem älteren Dino an. Ganz wichtig vorneweg, bevor ich über den Dinosaurier spreche, über das Set. Ihr seht, das Set steht. Aber ihr seht auch, das Set möchte gerne nach vorne umkippen. Ich könnte jetzt den Kopf auch weiter nach vorne stellen. Und ich könnte die Arme noch weiter nach vorne machen. Und dann würde er von ganz alleine nach vorne kippen wollen. Deswegen habe ich ihn etwas steiler hingestellt, mit dem Kopf etwas weiter oben und die Arme etwas weiter angewinkelt, einfach um den Schwerpunkt etwas nach hinten zu verlegen. Ist das ein unlösbares Problem? Wahrscheinlich nicht. Man könnte die Beine vielleicht irgendwie einen Tick weiter vorne anbringen, wenn man ein bisschen kreativ wird, sich die Bauanleitung anguckt und überlegt, vielleicht hat man auch ein paar Teile, baut sich noch ein solches Element für den Schwanz dran, macht den Schwanz ein bisschen länger, dadurch hat man hinten mehr Gewicht. Kann alles sein. Ich habe ihn so aufgebaut, wie die Bauanleitung es mir befohlen hat. Er steht, aber er steht instabiler als die anderen Dinos. Auch anders als dieser Fantasieraubsaurier hier. Der steht sehr stabil. Für ein Deko-Objekt definitiv super. Für ein Spielzeug, naja, so ist er sehr stabil. Abgesehen davon, dass wenn ich ihn zu sehr schleudere, dieses Kugelgelenk hier oben dann gerne headbangt. Aber wie gesagt, auf dem Teppich oder so kippt er wahrscheinlich auch mal nach vorne um. Ja, der Schwanz ist wieder beweglich. Ne? Erst mit solchen Drehgelenken nur hin und her. Im hinteren Bereich, naja, ganz hinten, ab hier, dann mit einem Kugelgelenk. Also kann man einiges machen. Hier auch die Arme, ne, mit Kugelgelenken, die auch auseinandergehen, wenn man möchte. Der Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk. Diese Kämme hier, ja, die sollte man so ein bisschen schräg nach hinten ausrichten. Der Unterkiefer lässt sich ein wenig öffnen. Hier haben wir eine Zunge dabei. Sieht schon sehr schick aus. Ja, und was stellt der da? Einen Dilophosaurier habe ich mir aufgeschrieben. Der lebt. Das Dilophosaurus, die sogenannte Zweikammechse. Da geht es um diese Hornkämme hier oben auf dem Kopf. Die sieht man auch auf Schädeln, auf Schädelfunden. Diese Kämme hier. Ob die zu dem Imponiergehabe bei Männchen dienten, ob die sich irgendwie verfärbt haben, ob die mit denen irgendwas getan haben, man weiß es nicht genau, man hat ja nur diese Fossilienfunde. Diese beiden Hornkämme hatten sie definitiv. Das hier, diese seitlichen Dinger und dass die in dem einen oder anderen Film irgendwie Gift gespuckt haben, das ist nicht wissenschaftlich belegt. Also ob sie diese Kämme jetzt haben oder nicht, man weiß es nicht. Es wäre also auch durchaus möglich zu sagen, ups, jetzt habe ich hier noch ein paar Teile mitgenommen, man lässt diese Kämme weg. Und wisst ihr was, schon steht er viel stabiler. Kann man also machen, werde ich bei mir zu Hause vielleicht sogar tun, denn diese abstehenden Kämme, die dann so Warngehabe machen können, die bestanden ja nicht aus Knochen. Vielleicht hatten sie sowas, vielleicht aber auch nicht. Die Fossilienfunde sagen dazu nichts. So kann man ihn also auch machen, aber wie gesagt, ne,
die Packung möchte, dass man sie so aufbaut. Die waren im Original ungefähr 6 Meter lang, wogen dabei nur 500 Kilo, waren also relativ leicht gebaut, Raubsaurier, hatten lange und spitze Zähne, zum Reißen von großer Beute nicht geeignet. Vielleicht haben sie Fisch gefressen, vielleicht kleinere Beutetiere gejagt. Man weiß es, wie gesagt, nicht so genau, aber es gibt da mehrere Theorien. Auf Wikipedia kann man dazu einiges lesen. Da sieht man auch Fotos von dem Skelett und da sieht man auch diese schönen Kämme auf dem Kopf. Was dem Set noch beiliegt, ich hätte es vielleicht gleich dazu stellen sollen, ist ein solcher Standfuß. Stehen einige Daten drauf. Was behaupten Sie hier über die Länge? Jawohl, Länge 6 bis 7 Meter, richtig, eine halbe Tonne, Höhe 2,4 Meter, das passt alles. Ah ja, alles, was ihr an dem Set seht, sind Prints, auch dieses schön bedruckte Dish hier und das. Und die Augen sind schöne Prints. Auch der Knopf für dieses Gebrüll, ich drücke nochmal drauf, ist ein Print. Jawohl, er hat 3-mal gebrüllt. Sehr brav. Es sind ein paar Teile und ein Teiletrenner übrig. Zu den übrig gebliebenen Teilen gehört auch ein weiteres Augenpaar. Denn, und das finde ich auch toll, es ist nicht einfach nur ein bedrucktes Auge. Das Auge blickt so ein bisschen nach vorne. Wie zeige ich das? Ah, ich mache das einfach hier dran. Das Auge blickt so ein bisschen nach vorne und... Sieht fast aus wie ein eigenes Set. Ich mache noch eine Nase drauf. Hey, ich habe einen Teiletrenner-Monster kreiert. Teiletrenner mit Nase und Augen. Ihr seht, das linke und das rechte Auge sind spiegelsymmetrisch. Also er schaut jeweils nach vorne. Er hat diese Art Augenbrauen. Er guckt ein bisschen grimmig. Man hat also ein extra Augenpaar dabei. Wenn die Teile jetzt identisch gewesen wären, wäre halt nur ein Bonusteil dabei gewesen. Ihr seht, alle kleinen Teile der verschiedenen Bauschritte sind nochmal extra dabei. Ja, das Bauen ist problemlos. Man fängt halt mit dem Rumpf, glaube ich, an. Die Bauanleitung verrät's. Wir haben so ungefähr 8 unterschiedliche Bauschritte. Ich muss jetzt gerade gucken, wie viele es bei dem sind. Ist eine Weile her, wenn ich ehrlich bin. Hier steht A1. Okay. 9. Insgesamt sogar 10 Tüten. Also total easy. Hier sieht man auch nochmal schön die relativ komplexe und sehr stabile Methode, wie die Beine am Rumpf befestigt sind mit solchen Zahnrädern. Das heißt, die Beine können sich drehen, aber dazu müssen sich die Zahnräder mitbewegen. Und das macht die Sache sehr stabil und auch so ein bisschen seitlich drehbar. Also ich kann den hier auch so ein bisschen positionieren. Und wie gesagt, ohne den Kamm hier oben ist er auch gleich noch etwas formstabiler, steht aber auch anders. Aber so wie er hier dargestellt wird, mit diesem Blick nach vorne, so den Kopf weit nach unten, so steht er nicht. Das kriegt er nicht hin. Da fällt er, wenn er diese seitlichen Aufstellkämme hat, nach vorne um. Ja, der Dilophosaurus mit Sound von Forange, die Zweikammechse, hat die Setnummer FC6202E, nochmal richtig, FC6202E, 2058 Teile für 59,95 Euro, 52 cm lang, 16 cm breit, 35 cm hoch. Baukomplexität, guter Durchschnitt. Ihr dürft natürlich keine Angst davor haben, spiegelsymmetrisch zu bauen. Die rechte Hälfte ist exakt so wie die linke. Ist klar. Kann man oft ein bisschen abkürzen, indem man, wenn man sieht, aha, in dem Bauschritt werden beide Arme gebaut, dass man die Sachen immer schon spiegelsymmetrisch baut, mitbaut. Ansonsten baut man den einen Arm und dann kommt das gleiche nochmal spiegelverkehrt der andere. Ne? So, nachdem ich den Dino hier halb auseinandergebaut habe, kommen wir mal zu dem wahrscheinlich noch deutlich bekannteren, einem der bekanntesten Dinosaurier überhaupt, dem Triceratops. Dem Dreihorngesicht, wenn man sich dieses Triceratops aus dem Griechischen mal übersetzt. Der
Dilophosaurus und der Triceratops sind sich nie begegnet. Der eine war schon eine versteinerte Fossilie, als der die Weltbühne betrat, denn er lebte in der Oberkreide. Man sagt so, diese Erdgeschichte ist ja in verschiedene Zeitepochen eingeteilt, Präkambrium, Kambrium, da ging es so los, bis hoch zu unserer heutigen Zeit. Und Trias, Jura und Kreide, das waren so die drei Erdzeitalter, in denen die Dinosaurier vorherrschten. Und am Ende der Kreidezeit, vor ungefähr 65 Millionen Jahren, nach dem heutigen Stand der Forschung, sind mehrere Dinge passiert, unter anderem wohl auch ein großer Meteorit in dieses Becken von Mexiko, Golf von Mexiko, was halt gigantische Klimaumwälzungen hervorgerufen hat und jede Menge Leben auf der Erde dahingerafft hat, unter anderem auch ihn. Denn er lebte am Ende der Oberkreide. Also aber einige von den Skeletten, die man sieht, haben vielleicht den Meteoriten noch kommen sehen. Und diese klassischen, wirklich klassischen Bilder von zwei Dinosauriern, die gegeneinander kämpfen, ist ein Triceratops, ja, der sich gegen einen Tyrannosaurus wehrt. Also er mit seinen Hörnern im Bauch des Tyrannosaurus und der Tyrannosaurus versucht, ihm in den Nacken zu beißen, wovor ihn der Schild einigermaßen schützt. Die haben zur gleichen Zeit existiert. Der Tyrannosaurus Rex und er hier. Ja, das ist offensichtlich ein Vierbeiner, ist doch ein Pflanzenfresser gewesen. Ihr seht, er steht sehr stabil und das, obwohl die Beine hier hinten wirklich sehr beweglich gelagert sind. Aber man stellt die hier so drauf und ihr seht, da geht gar nichts, auch weil die Beine hier vorne deutlich träger sind. Wir haben hier hinten wieder einen beweglichen Schwanz. Die letzten beiden Glieder sind in diesem Fall Kugelgelenke. Das erste Glied ist hier nur so in einer Raste nach oben und unten beweglich, dann dreimal nach links und rechts und dann wieder in alle Richtungen. Ja, dieses Kopfschild hier zu bauen, den Kopf zu bauen, das war schon nochmal ein bisschen anders als bei den anderen Dinos, hat auch großen Spaß gemacht. Diesen Triceratops kann man auch in diversen Museen begutachten, unter anderem auch im Seckenbeck-Museum Frankfurt. Ich glaube, in meiner Kindheit gab es nur drei solche Schädel, mittlerweile aber auch einen ganzen Triceratops, also soweit man ihn rekonstruiert hat. Man hat von dem wohl noch nie ein komplettes Skelett gefunden, sondern immer nur Teile. Aber dieser Schädel, inklusive dieses Hornschildes, der ist einige Male gefunden worden, der ist auch wirklich extrem stabil. Diese Hornauswüchse hier, die sind auf den Schädeln nicht zu sehen. Das ist wieder ein bisschen künstlerische Freiheit. Vielleicht hatten sie das. Aber das ist halt nicht fest verbunden gewesen mit diesem massiven Hornschädel. Drei Hörner, so eine Art Schnabel hier vorne. Das ist auch sehr authentisch. So sah das auch an dem Schädel aus. Also sehr schick. Auch diese elefantenartigen Füße hier mit diesen, ja, wie so Elefantenzehen. Das sieht schon richtig cool aus. Mir gefällt ja auch diese Farbkombination, hauptsächlich reddish brown mit ein bisschen dark brown und so dabei und hier unten das dark tan. Dark tan ist eine meiner Lieblingsfarben. Und hier fällt schon ein Teil wieder ab. So. Jawohl. Auch hier gehört so ein Standfuß dazu. Hier steht auch ein bisschen was drauf. Ich habe mir aufgeschrieben, bis 9 Meter lang, 6 bis 12 Tonnen, 7 bis 9 Meter, 12 Tonnen, Höhe 3 Meter, ja, das kommt hin. Habitat, offene Waldländer, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich vermute es mal, also ich glaube, ein Meeressaurier war es definitiv nicht. Auch hier sind ein paar Teile übrig geblieben. Auch hier haben wir eine Anleitung. Auch hier unterteilen sich die 1945 Teile in eine gut überschaubare Menge an Bauschritten. Hier sind es jetzt 8. Man sieht hier auch wieder, dass dieses Soundmodul bei allen diesen Dinos so herausnehmbar ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Ich meine, es dauert wohl ziemlich lang, bis hier so eine Batterie tatsächlich leer ist. Man könnte die Batterie aber auch wechseln, da müssen wohl so kleine Knopfzellen drin. So sieht das Soundmodul aus. Man drückt von oben hier so einen Technikpin nach unten und dann gibt's Krach. So natürlich noch deutlich lauter. Hier sieht man nochmal schön den Print. Alles Prints bei diesem Set. Auch die Augen.
Und ich glaube, hier haben wir nur ein, nee, hier haben wir auch zwei Augen, genau. Weil auch diese Augen spiegelsymmetrisch sind. Das linke Auge sieht etwas anders aus als das rechte. So, und so schielt er jetzt ein bisschen. Ja, mein nächstes Teiletrennermännchen. Muss noch was auf die Nase drauf. Naja. So. Ja, Spaß. Also es bleiben wieder ein paar kleine Teile übrig. Teile haben alle wunderbar gepasst. Und von diesen kleinen Dingern ist halt immer noch eins extra dabei. Und im Laufe der Bauschritte summiert sich das dann. Der Triceratops mit Sound von Forange hat die Setnummer FC6203E. 1945 Teile für 59,95 Euro. 53 cm ist er lang, 15 cm breit und 21 cm hoch. Auch guter Durchschnitt im Aufbau. Steht extrem stabil, ist ein Liebling der Kinder, glaube ich. Ich meine, neben dem T-Rex, den halt jeder kleine Dino-Fan, egal welchen Geschlechts, wahrscheinlich cool findet, ist er halt mit der bekannteste Dino überhaupt. Und er steht ziemlich stabil, kann man also eigentlich nicht viel falsch machen. Der Karton sieht auch cool aus. Es wird wieder so ein bisschen gezeigt, was er kann. Hier steht, the head can be rotated. Nee. Also, ja, hier ist ein Gelenk vorne drin, aber sobald ich hier groß was bewege, ihr merkt es schon, kollidiert das und dann fallen so Verblendungselemente ab. Also der Kopf ist relativ steif, so wie er da ist. Wenn ich ein bisschen was abnehme, kann ich ihn bestimmt bewegen. Ist für mich jetzt aber auch kein Spielzeug. Ich möchte es hinstellen. Ich freue mich dran, dass es schön aussieht und bin dann soweit happy damit. Ja, jetzt habe ich euch vier Dinos vorgestellt. Den Dilophosaurus, denkt dran, der kann auch das hier haben. Ne? Einen Brachiosaurus, riesengroß. Den Triceratops, diesen Fantasiesaurier in weiß und blau. Und einer fehlt noch, den bringe ich euch das nächste Mal mit. Der verdient ein Video alleine, der Pterosaurier. Der steht hier so fliegend auf seinem Displayständer. Und die Flügelspannweite dieses Teils ist wirklich enorm. Da war ich sehr positiv überrascht. Also dieses Stoffelement, dieses Bedruckte, das wurde immer größer, als ich das auseinandergefaltet habe. Echt klasse. Dazu wird es noch ein Video geben. Gebaut habe ich das Set schon. Ja, und für heute war es das damit aus dem Noppenstein-Studio und aus dem Unterjura und der Oberkreide. Oberkreide. Bis heute wusste ich nicht, dass es das gibt, aber diese Kreidezeit ist nochmal unterteilt in Ober-, Unter- und Mittelkreide. Na gut. Noppensteine kann man nie genug haben. In meinem Fall auch Dinos nicht. Demnächst gibt es noch mehr. Auch hier bei uns. Aber es gibt noch ein paar weitere Dinos als Ankündigung. Bleibt mir nur euch viel Spaß beim Bauen zu wünschen. Macht's gut. Brauchst du aber doch deinen Kamm wieder. Hm? Hab ich dich hier einfach so rasiert? Sagt man frisiert?